Willkommen hier aus Barcelona. Wir sind hier ja, in unserer F1 My Team Karriere. Mit dem Audi Team versuchen wir hier schon vor 2026 ja, große Erfolge zu feiern. Gelang uns eigentlich auch schon halbwegs. Wir konnten schon zweimal den Sieg erringen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir auch um den Weltmeistertitel irgendwann mitfahren können. 4,6 Kilometer, 16 Kurven, 2 DRS-Zonen und ein Layout, ja, das eigentlich bekannt ist für Vielfalt. Weil wenn man auf dieser Strecke gut ist, ist man eigentlich ja quasi auf jeder Strecke gut. Man hat hier schnelle, mittelschnelle, langsame und auch lange Geraden, was das Ganze natürlich sehr interessant macht. Wir gehen mal ins Qualifying, weil ich male mir hier keine großen Sachen aus, weil unsere Pace einfach oder meine Pace gerade auf dieser. So, der Last geht in die erste Kurve rein. Meine Erwartungen waren nicht so hoch in dieses Qualifying und auch generell das ganze Wochenende, weil ich mir dachte, persönlich mag ich die Strecke nicht besonders gern und ich denke mir dann auch, dass das an meiner Performance ja wahrscheinlich ein bisschen ja das zeigen wird. Und so war es dann auch. Hier und da ein kleiner Fehler, auch nur 7. Platz in der ersten Sektor. Das war eher ja so mittelmäßig. 7. Platz, der hielt sich auch wacker. Und ja, gerade so das Schlechteste sollte noch folgen, nämlich der letzte Sektor. Weil ich hier noch viel, viel schlechter bin. Und 9. Platz jetzt schon. Wir müssen irgendwie Platz und ja, Positionen gut machen. Das Problem halt, ja, es sind nur 3 Zehntel und das ist schon der 8. Platz. Also ja, das war jetzt nicht so gut. Da wären wahrscheinlich die Runde gestrichen gewesen bei richtig harten Track Limits. So, hier auch wieder nochmal vollen Schwung mit raus. 8. Platz aktuell. So, danach kannst du die letzte Kurve rausreißen, die ja dieses Jahr in der Formel 1 nicht mehr hier sein wird. Hier gut und clean rausgekommen. Und aus der letzten Kurve kommen wir ja ordentlich raus. Okay, das war ja suboptimal. Da wären wir vermutlich ja mit einem sauberen Exit hätten wir den 8. Platz retten können. So ist es leider der 10. geworden mit einer Runde, wo echt. Doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Hamilton, Verstappen, Lando Norris und Sainz, Fernando Alonso, Ricciardo, der Professor und Esteban Ocon, Bottas, Gasly, Sergio Perez und Magnussen, Joe, Tsunoda, Mick Schumacher und Alexander Albon, Oscar Piastri, Stroll, Vettel und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. So war dann die Startaufstellung und los geht's. Der große Preis von Spanien beginnt. 9. Platz, weil noch irgendwer Strafen kassiert hat. Die 5 Runden Lichter geht's aus. Lights out and away we go. Wir kommen grottig weg. Richtig, richtig grottig. Der Alpine überholt uns hier in Esteban Ocons Form. Auch Ricciardo kommt besser weg. Aber wir haben natürlich alle die gleichen Reifen. Ich gehe hier mal defensiv. Hamilton wieder weit geschickt. What the fuck is going on here? Was war das bitte? Da kommt ein Schlag von hinten. Ein beinahe Dreher. Also dieses Rennen wird uns noch in Erinnerung bleiben, weil in der Box passiert nachher so weirde Dinge. Perez, ich konnte nichts für, dass wir uns da irgendwie, ich habe auch gesehen, seine Endblade ist da runtergefallen oder runtergebrochen. Ich habe einfach nicht gesehen, was hier abging. Wir gucken uns das unbedingt in der Replay an, weil es einfach so schnell ging. Ja, ich bin noch komplett amused. Ich meine, da hast du die Hoffnung, Hamilton, so einfach mal im Vorbeigehen, weil er weit geschickt wird, ihn zu überholen. Und dann bekommst du den Heat von hinten und weg bist du. Aber ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir noch ins Rennen rein. Es sind 17 sehr lange Runden. Wir kennen Spanien alle. Das Rennen ist ewig lang und da vorne wird gefightet. Weil ein Hamilton zum Beispiel nicht so die Pace halten kann. Ricciardo drückt ordentlich an. Auch Valtteri Bottas ist hier mit dabei. Kann auf jeden Fall interessant werden, das Ganze. Aber ja, ich mache mir da jetzt ja keine großen. Ja, Punkte ist, muss sein. George Russell führt das Rennen an und Hamilton nur auf 8. Also das widerspiegelt so ein bisschen die aktuelle Form. So, im Bottas können wir hier mit Full ERS richtig angreifen. In die erste Kurve reinbremsen. Ich denke mal, ja, Rad an Rad, aber das ist schon okay. So
Hart aber fair, würde ich mal sagen. Wir wollten beide da die erste Kurve haben und haben sie im Endeffekt dann ja uns untereinander ausgemacht. Das war okay, würde ich mal sagen. Aber jetzt hat es natürlich Angriff nach vorne. Wir haben einen Ricciardo, der eher ein gleich starkes Auto hat wie wir, aber auch da vorne noch ein, zwei Alpine, die jetzt auch nicht gerade das beste Auto haben. Und ich sehe auch, da wird Hamilton eingebremst von einem Alpine. Ich glaube, es ist Ocon. Den hatten wir auch beim Start gesehen. Der war 9. oder so. Oder 10. war er. Er ist von 10 gestartet und jetzt schon auf 7 vorgefahren. Das ist sehr gut. Er hat natürlich profitiert davon, dass Hamilton da weggeschickt wurde, dass ich und Perez da und in Dritter anscheinend noch einen Berührung hatten. Aber jetzt kommt mal die Start-Replay. Ganz, ganz wichtig. Vorne rechts startet George Russell. Hamilton war 4. und jetzt so nach hinten gereicht worden. Das war nicht so schön. Wir sehen auch dieser McLaren hatte so einen guten Start. Norrie, glaube ich, ist das. Der ist da einfach auf 3 vorgefahren. Wie gut war das bitte? Und wir kommen. Wer war das bitte? Ich habe keine Ahnung. Es ging so schnell hier, dieser Spin. Da ist anscheinend einfach von hinten irgendwer noch da dran gekommen. Es hat ein bisschen ausgesehen, als ob, keine Ahnung. Also es war wirklich sehr, sehr weird, muss man sagen. Kein Plan. So, hier fighten jetzt Hamilton und Ocon und ich positioniere mich hier richtig, um mal Ocon anzugreifen. Hamilton wird ein bisschen schwieriger, aber mit DRS und ERS, wo wir auch noch ein paar Prozente haben, könnte es doch noch was werden. Im Windschatten hängen wir uns hier schon mal dran. DRS ist on, ERS ist on und Windschatten. So, jetzt geht's links antäuschen, rechts vorbei. Wie Vettel damals mit dem Ferrari. Könnt ihr euch noch an das krasse Volumen. Ja, aber diese Verwarnung gab es nur eben, weil Hamilton so spät gemoved hat hier. Das war einfach nicht schön. Also, das finde ich nicht ganz fair, dass ich da jetzt die Verwarnung bekomme. Weil das Moving Under Braking ist eigentlich eine, ja, Strafe. Also ist. Sadala. Aber jetzt sind wir eigentlich in einer guten Position. Wir sind in Runde 5, 7. Platz, konnten das wieder ein bisschen gerade bügeln. Eben auch dank Fights von Ocon und Hamilton. Jetzt fightet auch Ocon und Maxi. Wir haben auch einen Fernando Alonso vor uns, den ich eventuell noch holen kann. Ich denke mal, dann wird Schluss sein. Es sind 3 Sekunden zu Sainz. Hier müssen wir schon ein bisschen moven. So ein bisschen Schlangenlinie fahren. Alonso hatte hier einen Crash anscheinend. Oder er ist draußen, ich habe keine Ahnung. Er war auf einmal langsam. Okay, das kann öfters passieren. Aber auch jetzt ist ein Verstappen auf einmal. Achso, ja, na klar, weil Alonso weg ist. Aber da gab es anscheinend. Er fährt aber noch. Also da gab es einen Crash. Da gab es einen Crash. Ach du Kacke. Was ist das denn bitte heute für ein weirdes Rennen? Und das Verrückteste wird noch kommen. Ich verspreche es euch. Jetzt geht's nämlich in die Replay mal. Erst jetzt bitte auf. Jetzt geht's noch in die Replay und das sehen wir auf jeden Fall. Wir konnten hier aus der Kurve raus den McLaren mitnehmen. Das war nämlich das Überholmanöver, das man nicht gesehen hat bei der Replay. Und jetzt für Runde Nummer 4, da hat Ocon mit Hamilton gefightet und da konnten auch wir uns da gleich dranhängen hinten. Also das ist mein aktuelles Lieblingsmanöver. Hier innen an Ocon vorbei, ganz, ganz knapp gibt's da die Nase an Hamiltons Heck und dann konnten wir noch in der gleichen Runde dank DRS-Hilfe uns auch an Hamilton vorbei arbeiten und das ist ganz wichtig. So, nicht ins Gras gefahren, aber es war wirklich wie Vettel damals. Könnt ihr euch noch an dieses extrem geniale Überholmanöver erinnern? Da konnten wir uns richtig gut vorbei arbeiten und das war auch wichtig für den schlechten Start. So, lala. Sainz jetzt vor uns, aber Norris, der wirklich ein atemberaubend starkes Rennen. Bis jetzt könnte es nicht besser laufen, aber natürlich. Was ist da los? Was ist hier los? Wieder Alonso! Was ist mit Alonso hier los? Was ist hier bitte los, bitte? Alonso vorhin schon ganz, ganz langsam in der Kurve, jetzt hat er wieder Sainz hier aufgehalten. Wir kommen hier ganz schöne Windschatten dran und wir profitieren wieder von Fernando Alonso. Ja, mein Gott, Sainz, was machst du hier? Der hat spät hier gelenkt. Aber wir konnten hier an. Fuck. Weit nach draußen gegangen. Aber wow, der hat eine Pace, das ist unfassbar. Carlos Sainz Jr. Und jetzt hat er sich sehr gut positioniert. Da können wir leider nicht zurückstechen. Das Ding ist halt auch, ich probiere hier ein bisschen den Undercut. Wir haben nämlich auch Norris vor uns, der nur 2 Sekunden weg ist.
Und sollte jetzt nichts Größeres passieren, könnten wir mit einem Undercut die halbe Spitze hier überholen, weil Alonso sehr tolle Einbremsarbeit hier geleistet hat. Aber auch Hamilton klebt uns jetzt am Heck. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der greift hier gleich an. Oh mein Gott! Der kommt aber spät rein. Der kommt sehr spät in die Kurve rein. Jetzt wird es sehr interessant. Jetzt wird es extrem interessant. Wer wird Alonso immer noch in der Box? Der ist die ganze Runde in der Box gewesen. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich glaube, die werden abstellen. Aber mal gucken, was hier abgeht. Mal gucken. Jetzt geht's in die Box rein. Und ja. Keiner der Spitze kommt in die Box rein. Fernando Alonso wurde disqualifiziert. Okay. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das war nämlich auch sehr weird mit Alonso hier. Ich weiß nicht genau, was da los war. Jetzt kommt da ein Alpin und bleibt einfach mitten in der Box stehen. Was macht der hier? Ich habe das noch nie gesehen, Leute. Was ist hier los, bitte? Warum bleibt der Alpin mitten in der Kurve stehen? Mitten in der Box stehen. Wirklich. Nix aus dem Nichts. Bleibt der hier mitten stehen. Ich probiere es nochmal, weil ich mir denke, das ist ein dummer Scherz. Aber war es leider nicht. Wir mussten wirklich warten, bis der Alpin ja wieder wegfährt. Das hat so unfassbar viel Zeit gekostet, dass wir aus den Top 10 rausgeflogen sind. Also, ich denke mal, jetzt ja, ist leider alles verloren. Wir waren auf einem guten 5. Platz, aber mit dem Alpin, der wieder hier, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich bin so irritiert. Jetzt rollt er wieder, er wurde disqualifiziert, jetzt fährt er einfach wieder weiter. Was ist denn bitte mit Alonso los heute? Ich verstehe es einfach nicht, was mit dieser KI teilweise heute los ist. Das ist so weird mit Alonso, ich weiß es nicht. Also ich hoffe natürlich, dass sich das endlich mal einpendelt. Alonso ist heute der Ghost of Barcelona. Ich weiß es nicht. Normalerweise ist das ja einfach nicht normal hier. Also gerade bei seinem Heimrennen. Wir haben hier diesen wunderschönen Move, den ich hier gegen Sainz anwenden wollte. Hat geglückt mal zu Beginn. Aber dann leider ja, ist es wie immer, ja, hat's an der Pace gescheitert. Einer ausgeschert, rechts angetäuscht, links angetäuscht, rechts dann vorbeigegangen. Es war eigentlich ein toller Move, aber das Ding war halt einfach, der Kurvenspeed von Carlos war viel zu stark. Wir sind in der vorletzten Runde und es hat sich nichts mehr getan. Wir konnten, ja, den 6. Platz behalten, mussten, also wir waren eigentlich noch 6. vorher. Also wir konnten den 6. Platz behalten, mussten aber, abreißen lassen. Aber auch Hamilton hat richtig abreißen lassen. Der ist jetzt 8 Sekunden hinten. Wir sind zwar nah dran, Norris und Sainz haben hier gefightet, aber ich denke mal, das wird eher nichts mehr werden. Meine Reifen sind natürlich auch ein Ticken älter. Ein, zwei Runden sind die älter und da glaube ich, hast du auch keine Chance. Gegen Autos, die ja ohnehin schneller sind wie wir und dann noch mit dem unterlegenen älteren Reifen. Ich möchte auf jeden Fall den 6. Platz ins Ziel retten und ja, sieht doch gut aus für uns. Es holt zwar Hamilton in Riesenschritten auf, allein in den letzten Sektor eine halbe Sekunde, aber da muss er schon fliegen, um das noch aufzuholen. Also wir können das auf jeden Fall gewinnen und wir werden das, denke ich mal, auch gewinnen. Gewinnen. Ja, ich meine, ins Ziel retten, den 6. Platz und ich hoffe, wir schaffen 7,8 Sekunden zu Hamilton, 1,7 Sekunden zu Norris. Dann nehmen wir die Strafe mit. Gut, das war eher nicht so gut. Aber ja, ich habe auch nichts zu verlieren, muss ich sagen. Also ich wollte hier unbedingt den Schwung mit rausnehmen aus der Kurve. Aber es hat nicht mal für das gereicht, dass wenn es der ins Fenster kommt. Das ist kacke und es war auch eine sehr dumme Idee, hier nochmal alles mitzunehmen. Weil ich, ja, hier auch wieder ein Quersteher. Also die Reifen sind leider durch. Es ist auch echt ein Wahnsinn. Spanien frisst echt die Reifen. Es ist ein Wahnsinn. Wir kommen hier gerade mal 32% vorne rechts und dennoch ist es wirklich unfassbar hart, mit diesen Reifen noch irgendwie anständig zu fahren. Das Ding ist halt, wir haben heute wirklich alles gegeben, nur wir wurden von einem Fernando Alonso, der weird in der Box stand, ausgebremst, aber auch von dem Dreher beim Start, also von der Berührung in Turn 1, aber dennoch, ich muss sagen, der 6. Platz, die 8 Punkte, die sind verdient, die nehmen wir mit und die waren auch wirklich hart erfightet heute. Ich hoffe, dass es auch für euch so war. Es war ein sehr anstrengendes Rennen. Und ja, die Teile müssen wir leider auch bald tauschen. Motor ist schon bei 44, Getriebe bei 55. Das Getriebe ist leider immer ein großes Problem.
in den MyTeam-Karrieren, finde ich zumindest. Also ich habe da richtig, ich schalte doch eher nach dem Piepsen und so, aber dennoch ist es ein Riesenproblem immer wieder hier mit dem Getriebe. Carlos Sainz holt sich noch in der letzten Runde die schnellste Rennrunde und wir werden hier, würde ich mal sagen, verdient Sechster, auch wenn vieles schiefgegangen ist. Nein. Mercedes kann jubeln, sie gewinnen hier, aber auch Hamilton eher ein Semi-Wochenende, also der ist ja nur Siebter geworden, das sind doch nur 6 Punkte für ihn. Also, ja, einerseits muss man jubeln bei Mercedes, andererseits eher so quasi trauern, weil Hamilton hier richtig, richtig verkackt hat. Für uns bedeutet das, dass wir hier ohnehin auch wieder Boden schlecht gemacht haben auf die Konkurrenz. Aber wir waren wieder mal best of the rest, sogar besser, weil ja Hamilton hinter uns war. Und der Norris ist dann teilweise wieder vor mir, also also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da noch den 6. Platz mitnehmen können. Und zack, da klatscht er den Alk auf. Und ja, da wird gespritzt. Leider nicht wir. Okay, das war sehr saß. Aber gut, ja, Mercedes kann sich freuen. Aber ja, der wahre Sieger ist auf jeden Fall ein Lando Norris, der hier wirklich ein unfassbar geniales Rennen gefahren ist. Wir sind immer noch Dritter, sind zwar schon einen Sieg und die schnell in den Punkt weg. Oh nein, Norris ist unser Rivale. Deswegen ist er auch so stark. Natürlich. Ich meine, das ist auch immer so. Normalerweise fährt die ja okay, würde ich mal sagen. Okay. Und sobald du den dir als Rivalen nimmst, ist der um Welten besser als vorher. Und das ist leider immer so. Also ist euch das schon aufgefallen? Ich bin mir da... Bisschen was wird noch gemacht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir heute ein sehr tolles Rennen gehabt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es mich gerne wissen. Schaut doch unbedingt gerne auf den anderen Social Media Plattformen vorbei. Während wir hier noch im Hintergrund, ja, ich versuche meine 5 Millionen ein bisschen loszuwerden. Und ja, 4,5 Millionen, das ist teuer. Aber das geben wir aus. Wir haben noch ein bisschen, wir müssen natürlich ein bisschen Geld ansparen. Bis zur Saisonmitte, weil wir ja da den Vertrag des Fahrers erneuern müssen. Monte Carlo steht das nächstes an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.